Hallo Leute, ihr seid mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, wieder mal von Super Mario Bros. 3. Wir waren in dem, ich kann es gar nicht mehr erkennen, ich glaube 5, das war hier und hier drüben war das vierte Level, soweit ich mich erinnern kann. Und genau, ich wollte noch hier diesen Bonuspilz schnell holen, beziehungsweise abgreifen, so wie ich es immer sage. Und ja, so, was bekommen wir denn Schönes? Ja Mann, wieder mal ein Waschbär, wie aus der fünften Welt. Eigentlich hätte ich gedacht, dass es den wirklich nur in der fünften Welt gibt, aber ich habe mich anscheinend doch noch getäuscht zu Ende. Und jetzt muss ich erstmal rausfinden, in welchem Rohr es hier weitergeht, aber ich vermute mal hier im unteren. Wenn nicht, wir haben die Wahl zurückzugehen. Niemand kann uns daran hindern. Hahaha, absolut niemand. Ja, ihr seht, wir sind richtig. Und bevor das sechste Level kommt, kommt jetzt hier erstmal die böse Pflanze, von der ich euch erzählt habe. Also die ist hier richtig böse und die ist ein Level. Also das ist ein Evil Pflanzenlevel, böses Pflanzenlevel, kann man so sagen. Und so, jetzt müssen wir erstmal hier schauen, wie wir da hochkommen können. So, das ist ja auch cool gemacht mal. Hier so durchkommen, ohne auf so eine Pflanze drauf zu, richtig fett drauf zu treten. Und ja, hier geht es jetzt gleich mal rein. Und was haben wir denn? Geil, Mann, wir haben einen Fliegehandschuh wieder mal bekommen. Und die Pflanze ist einfach nur ein Hammerbruder-Ersatz in dem Fall, weil es gibt, glaube ich, hier keine Hammerbruder und selbst wenn, dann werden wir sie noch früh genug sehen. So, jetzt machen wir mal die kleine Festung, das ist die erste in dieser Welt, also ja, dann machen wir mal was gefasst. Oh nein, das ist diese hier. Oder nein, warte mal, ah nein, jetzt hätte ich schon gedacht, das ist die eine mit diesem Labyrinth und den vielen Verirrungen, das ist sie aber nicht. Die kommt nämlich erst noch später. Damit man hier übrigens weiterkommen kann, brauchen wir jetzt erstmal ein Item, ein spezielles. Und zwar ist das eine Feder, Leute. Eine Feder, ihr habt es gehört. Wenn hier eine rauskommt... Nein, das ist nicht das, was ich brauche. Man braucht eigentlich eine Feder, damit man das Level überhaupt schaffen kann. Also wäre es nicht schlecht, wenn hier irgendwo mal eine Feder auch auftaucht. Scheint mir aber demnach nicht so. Okay. Da muss ich kurz speichern auf beenden, weil ich habe jetzt keinen Bock hier mich verrecken zu lassen. Deswegen speichere ich schnell, gehe wieder zurück, ganz normal. So. Genau. Und jetzt nehmen wir hier eben diesen, nicht den Fliegehandschuh, oder? Dann haben wir noch eine Feder. Ich finde jetzt gar keine Feder, oder? Nee. Dann nehme ich eben diesen Fliegehandschuh, weil den Waschbär will ich nicht verbrauchen. Der ist zu schade, da würde ich ja lieber noch sowas nehmen. Und ich zeige euch jetzt aus dem Grund warum, weil man muss hier gleich mal hochfliegen und hier oben ist nämlich ein Rohr und da muss man weiterkommen und wenn man da reinkommt, ist man schon beim Boss. Tja, man braucht also ein Fliegeprofil oder so oder irgendein Teil, das fliegen kann. Gibt es ja drei verschiedene, entweder das hier oder dieses Viech hier kann auch fliegen, Hilfe. Nein, nein, ich meine entweder eine Feder, ein Fliegehandschuh oder ein Waschbär. Wenn man eins von den drei hat, kein Problem. Wenn man was anderes hat, voll die Arschkarte gezogen. Also, ihr habt es gesehen, man braucht sowas, damit man da überhaupt das Level packen kann. Finde ich persönlich scheiße gemacht, aber naja, was will man machen? Geht nicht anders, wenn die es so gemacht haben. So, Kartenbonus-Level, liebe Freunde, mal wieder. Mal gucken, was wir hier diesmal wieder ausgraben können. Oh, es geht ja von neu los. Tja, Arschkarte wieder mal gezogen, erneut. Und zweimal. Vier verschiedene Symbole, hat mir ja weitergeholfen für das nächste Mal. Naja, egal. So, jetzt haben wir hier einen kleinen Bonus. Wieder mal. Und ja, diesmal ist hier ein Blatt dabei. Soll das mich irritieren, oder? Nein, das soll nicht irritieren. Sondern das ersetzt den Stern. Und da kann man dann, glaube ich, auch sogar mehr Leben bekommen, anstatt für den Stern. Da kann man, glaube ich, sogar 7 Leben bekommen. Ich weiß es nicht genau, ich habe es noch nie geschafft. So, Leute, und jetzt kommt der 6. Level. Dann schauen wir mal, was wir hier haben. Oh nein, schon wieder Rohre, wie bei der Pflanze gerade eben ähnlich. Und so, das ist hier so ein, wie nennt man das, dass man da beim Level Ausnahme ran rauslaufen kann. Da gab es so ein Fachwort dafür. Wie hieß denn das? Das war, keine Ahnung, Level Outside oder irgendwie so. Stört mich jetzt auch nicht und ist mir wurscht. Denn ich will einzig und allein dieses Level einfach nur hinter mich bekommen irgendwie. So, hoffentlich haben wir hier... Nein, kein Item, schade. Weil sonst hätten wir es hier wieder ein bisschen leichter gehabt. Scheiße. Vielleicht
Oh Mann, jetzt wollte ich da zurücklaufen und gucken, ob da ein Item rauskommt. Dann kommt glatt so ein blödes Vieh vorbei und macht mich platt. Tja. Wieder mal arschkalt gezogen. Zum dritten Mal schon heute. Yeah. Freue ich mich schon wieder drüber. Eine Blume soll ausreichen. Ich hätte eigentlich sogar bloß einen Pilz nehmen wollen, aber Pilz habe ich nicht. Und komplett ungeschützt kann ich auch nicht gehen. Also, dann muss ich mindestens eine Blume wenigstens nehmen, wenn ich keinen Pilz habe. Ist schon das Mindeste, was ich lieber machen sollte, damit ich auf Nummer sicher das Level bestehen kann. Ah, Moment. Der will nicht da hochgehen, der böse Junge. So. Das klappt so nicht. Da müssen wir anders hoch. Da müssen wir dann halt wohl so rechts rüber fahren. Okay, so kann es funktionieren. Beziehungsweise so funktioniert es gerade. Sehr schön. Und ja, jetzt fahren wir mal gemütlich hoch, bis die nächste Stelle kommt, an der wir dann, keine Ahnung, so gesagt, anhalten müssen. Egal. Upsala. Da muss ich da schon gleich wieder aufpassen. Und zwar richtig scheiße geil. Nein. So, dann geht es hier wieder nach drüben. Und die Pflanze konnte ich ja gleich abwerfen. Ist ja nicht sonderlich schlimm oder so. Ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber nein, was soll der Scheiß? Das war nicht meine Absicht, beziehungsweise das war nicht beabsichtigt, besser gesagt. Jetzt frage ich mich nur. Ach so. Okay, und dann geht es jetzt hier wahrscheinlich rein. Tja, wie will man auch sonst da hochkommen, Leute? Wie wohl? Gar nicht. Absolut gar nicht. So, und diese zwei Pfeile hier sind sowieso mal für den Arsch. Ja, erstens mal deswegen. Nein. Die sind erstmal so für den Arsch, weil man braucht sowieso eins, das in alle Richtungen fahren kann. Und da haben wir auch eins zur Verfügung gehabt. Nur ich habe wieder mal ausgelassen und bin zu den nächsten gegangen. War nicht schlau. Werde aber versuchen, den Fehler jetzt gleich zu beheben. Und zwar ganz einfach, denn wir fahren hier erstmal ein Stückchen mit. Und dann, zack, hüpfen wir einfach ab. Einfacher geht es ja wohl kaum. Und jetzt können wir hier gemütlich hochfahren. So, Stacheln, das heißt, höchste Vorsicht ist geboten. Ja, nee, ja, okay. Ist jetzt gerade nicht so übelst übertrieben schwer, aber naja. Man will ja auf Nummer sicher gehen, also ich zumindest. So, wie kommt man denn hier jetzt am besten wieder hoch? So, okay. Und jetzt. Okay, wieder links bzw. rechts in dem Fall. Dann fahren wir gemütlich nach oben. Und so, da geht's rein. Und dann denke ich mal, dass das Level vorbei ist. Also, ich denke es nicht, sondern ich glaube, es ist wirklich so. Ja, wir sind aus der düsteren Höhle raus, haben hier genug Anlauf. Ja, es hat zum Stern gereicht. Perfekt. Und eine Sternenkarte mehr, liebe Freunde. Juhu. So, dann geht's jetzt mal. Ich will jetzt mal eigentlich schauen, wo es hier drüben hingeht, wo wir jetzt die Pflanze zusammengeschlagen haben. Nein, da ist ja gar keine Pflanze vorkommen, aber ich will trotzdem mal schauen. Interessiert mich jetzt, ich bin so neugierig. Aha. So, liebe Freunde, da müssen wir die zweite kleine Festung schaffen, damit wir erstmal da wieder hin können. Das ist immer die größte Verarsche. Sollte ich mir eigentlich nicht bieten lassen. Aber man weiß ja nie. Lieber die Rohre prüfen und ich denke mal, das oben ist auch eine Verarsche, lassen wir herauskommen. Also geht es hier ganz normal weiter. Zu Level Nummer 7. 7 wie 7 Zwerge. Aha, dann sind wir auch schon hier wieder in der Nähe, wirklich beim Boss. Haben wir Level 7, 8 und Bonus und 9. Aber machen wir erstmal 7 wieder. Wir hätten auch 8 machen können, aber ich mache das die 7. Und das sieht doch schwer nach Underground aus. Nein, ist sogar gar kein Underground. Finde ich wieder mal gut, denn ich bin, wie gesagt, Underground-Hater. So, und hier muss man sich die ganzen Sterne abknöpfen, dass man das Level überhaupt packen kann. Weil das hier, liebe Freunde, ist ein absolutes kack-dämliches Scheiß-Level. Kann man so sagen. Weil, wenn man hier einmal verkackt hat an der Stelle, hat man forever verkackt. Einmal verkackt, immer verkackt. So, aber ich nicht. Ich habe es gleich beim ersten Mal gepackt. Ich will ja nicht angeben, aber das nenne ich top. Und das nenne ich tipptopp. Nämlich drei Sternkarten mal wieder. Yeah! Wieder mal 5 Leben voll auf die Hand gedrückt bekommen. Das ist ein schönes Gefühl. Bald habe ich schon 100 Leben, jetzt habe ich schon 59.
Dann habe ich hier den Bonus, den können wir machen. So, ja, der Bonus ist wieder normal geworden, weil ich habe ja verkackt. Deswegen kann ich nichts anderes erwarten. Und hier hoffe ich jetzt bitte. Nein, es gibt mehr Pilze wie Sterne und Blumen und deswegen kann man diesen Scheiß trotzdem nicht schaffen, Leute. Okay, Leute, hier beende ich das Let's Play und beim nächsten Mal machen wir dann je nachdem Level 8 oder 9, wie ich gerade lustig bin oder Lust habe. Okay, ciao.